wir sind unterwegs. Wir haben unseren ersten Urlaubstag und wir starten Richtung Sylt. Wir haben jetzt hier einen kleinen Zwischenstopp gemacht in der Nähe von Neumünster und es geht jetzt weiter Richtung Dänemark. Und wir starten heute mal einfach mit einem Vlog, das allererste Mal für uns. Und das heißt, wir filmen jetzt einfach alles so, was wir hier machen, schneiden das später für euch zusammen und die Highlights werden wir nochmal extra markieren. Wir waren jetzt gerade noch mal kurz bei Action. Mal eben hier Stärkung. Wir haben ja so ein paar Sachen vergessen, wie zum Beispiel unsere Solaranlagen umzuputzen. Dementsprechend brauchen wir noch mal eben ein bisschen Equipment für. Das haben wir jetzt geholt. Jetzt geht es weiter. Und noch Staubplatten mitbringen. Guck dich mal an hier. Habe ich auch mit eingepackt. Ja. Und dann geht's gleich weiter Richtung Dänemark. Wir putzen dann nachher nochmal einmal die Solarpaneele. Und dann kann vielleicht irgendwann mal unser Urlaub starten. Über die Grenze gefahren, befinden uns jetzt in Dänemark. Wir haben das Testergebnis dabei, wurden aber gar nicht kontrolliert. Und jetzt geht es weiter Richtung Rømø. Da wir mit der Fähre und nicht mit dem Autozug nach Sylt rüberfahren, haben wir eine Nacht auf der Wohnmobiloase in Rømø verbracht. Jetzt im Strand. Hast du dir schon Handschuhe angezogen, um gleich das Wohnmobil zu schieben, wenn wir uns festfahren? Nö. Das kannst du machen. Dann fahre ich auch mal. Das ist ein bisschen bescheuert, was wir da gerade machen, glaube ich. Ich würde aber sagen, lauf da einmal im Tuch. Wir haben jetzt noch mal ein paar Aufnahmen für euch hier vom Strand, denn wenn ihr am Stellplatz steht, müsst ihr unbedingt einmal hier zu dem besagten Autostrand fahren. Da könnt ihr nämlich mit dem Wohnmobil drauffahren. Wir hatten auch erst ein bisschen Angst, ob wir mit dem Pepper hier drauffahren, ob wir uns nicht festfahren, aber es ist kein Problem. Also heute bei den Temperaturen ist das hier alles festgefahren, man kann hier gut drauffahren. Wir stehen hier jetzt auch gerade drauf. Thomas macht gerade hier ein paar Aufnahmen von draußen. Ich bin hier drin und mache was Leckeres zu essen, denn wir wollen uns das natürlich nicht geben lassen, hier einmal am Strand zu sitzen, zu essen. Dementsprechend mache ich was zu essen, Thomas macht ein paar Fotos. Und ich würde sagen, wir blenden jetzt einfach mal ein paar Aufnahmen von draußen ein. Thank you.
Als ich da war damals, dann war hier noch nichts geteert, da war alles aufgefahren. Und da war eine Eisdiele oder sowas. Dann haben die das hier nachgeteert. Jeden Euro verhandelt, hart verhandelt. Was hast du verhandelt? Ein Nugget, wie heißt das Ding? Napapori, Napapiri. Napapiri, Thomas ist jetzt... Statt 79 für 19,95 €. Mann, voll den Schnapper. Ja. Bisschen Schleichwerbung hier. Ist schön, wenn die Fehler im System haben. Es geht jetzt hier nach Hafenöbi. Und zwar zur Fähre. Wir fahren jetzt gerade vom Campingplatz runter oder sind schon runter. Es geht weiter. Thomas ist ordentlich angezogen, so können wir nach Sylt. Johanna, du musst noch einkaufen gehen. Ich bin nicht schick genug angezogen. Auch bist du, Johanna. Papiere liegen hier und ich würde sagen, jetzt geht's schnell weiter zur Fähre und das erste Mal auf die Fähre für uns und für Mogi. Darum meine ich, aber wir sind viel. Oder erst noch zum Sonderstrand eine halbe Stunde. Moment, mit dem Wohnmobil erstmal parken. Johanna? Wir fahren da erstmal hin, gucken uns das an. Ich würde sagen, wir parken hier erstmal hinter. Anna, hast du alles? Also ich habe jetzt die Corona-Test, die wir da gemacht haben. Ich hoffe, dass die noch gültig sind, sonst müssen wir eigentlich neue machen. Bestätigung, brauchen wir noch irgendwas? Nein, die Corona-Tests sind auch noch gültig, die würden auch noch ausreichen. Aber zur Sicherheit gehen wir jetzt nochmal einmal zu dem Personal und fragen, ob das so alles in Ordnung ist. Und notfalls machen wir jetzt einen neuen, weil dann haben wir nicht mehr so viel Zeitdruck, innerhalb von 30 Minuten nach der Ankunft okay, zum Thomas, Campingplatz zu kommen. Okay, Thomas, ich sag gar nichts mehr. Also gut. Auf geht's, wir machen einen Test und wir gucken mal, wie schnell das geht. Das war jetzt die Kurzfassung. Okay. Wir müssen wieder zurückgehen, denn Thomas hat den Fahrzeugschein vergessen. Ich hab den nicht vergessen. Ich hab das Gelb angemacht. Und du hast gerade noch gesagt, wenn du mit deinem Handy und mit deinem Block beschäftigt bist, dann hörst du mir einfach nicht zu. Ich hab alles auf Bild, wie du mich hier anschnauzt. Ja. Ich bin der Schnauzer. Der Schnauzer. Mucki, komm schnell. Wir müssen den Fahrzeugschein holen. Thomas, ich habe noch eine Frage. Bleib mal stehen. Wenn du ein Hund wärst. Dann würde ich da jetzt auch ins Linke. Wärst du dann ein Schnauzer? Wir fahren jetzt zur Fähre. Wir mussten den Test nicht wiederholen. Unser ist noch gültig. Da hinten in dem Haus könnt ihr übrigens den Corona-Test machen. Unser ist zum Glück noch gültig. Und dann müsst ihr euch hier einordnen. Nummer 4. Fahren Sie mit der Fähre. Fahren Sie mit der Fähre.
die nächste rechts. Danach biegen Sie rechts ab. Abendrunde machen wir hier übrigens immer beim Strand. Wir haben hier nämlich einen Weg von der Straße aus einmal über die Straße rüber und dann kommt man hier zu so einer, irgendwie werde ich hier gerade erhangen. Auch gut. Thomas, kannst du das mal wegmachen? Dann kommt man hier zu so einem Paddweg, der führt hinter der Düne vorbei. Hinter der Düne, da ist der Strand und hier kann man sehr schön spazieren gehen mit dem Hund. Ohne Hund, wie auch immer. Es ist jetzt 7 Uhr, wir haben uns noch mal schnell aufs Fahrrad geschwungen. Wir machen hier eine kleine Fahrradtour und zwar geht es von unserem Campingplatz direkt hier ans Rantumbecken. Wir haben den Hund jetzt mal nicht dabei, der ist im Wohnmobil geblieben. Ich hoffe, das Wohnmobil ist gleich noch heile. Und wir testen jetzt mal die Strecke hier. Morgen fahren wir wieder mit dem Hund zusammen los. Und wir genießen gerade einfach mal die Zweisamkeit ohne Hund und einmal hier ein bisschen schnell rumdüsen. Der Mogli. Na du.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist mein Geburtstag, mein 30. Geburtstag. Und ich wollte mal kurz festhalten. Erstmal habe ich den Frühstückstisch gerade hier schön gedeckt. Und ich habe ein Geschenk von Thomas bekommen. Das muss ich hier gut festhalten, denn heute ist mein persönlicher Kannst-du-Tag. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst ist. Das heißt, er muss Fotos machen. Das muss ab. Und mal sehen, was mir noch so einfällt. Aber wir halten das hier alles mal fest. Und dann schauen wir mal am Ende des Tages, was da rumgekommen ist. Los! Thomas wollte mir nicht glauben, dass ich den Korb komplett voll krieg. Ja, noch sind wir nicht am Ziel. Und das Ziel erreichen wir auch noch. So ist das übrigens, wenn man keinen Korb hat, so wie ich. Und das Wasser dann selber tragen muss. Übrigens, das Wasser, das da hinten drauf ist, haben wir gerade für 1,99 gekauft. Und gestern in einem Tante-Emma-Laden für 3,50 €. Wir haben zu viel eingekauft, Thomas. Ich wollte noch mal einmal kurz zeigen, wir haben ja hier so einen schicken Korb und ihr habt ja gesehen, wie Thomas gerade die Einkaufssachen geschleppt hat. Der Korb ist super praktisch, der ist zwar mega, mega teuer, aber der hat so ein Klicksystem, den könnt ihr hinten einfach auf dem Gepäckträger festmachen und beim Einkaufen könnt ihr ihn einfach mit reinnehmen und das ist super praktisch. Und schaut euch mal, wie viel hier einfach reinpasst. Wir machen uns jetzt erstmal was Leckeres zu essen. Mehr Hunger, Bruder, der Hund. Das weiß man nicht. Da sehen wir, wenn du den Deckel wieder hochnimmst, wie das Essen aussieht, ob wir Hunger haben oder nicht. Okay, ich versuche es. Ich hoffe, das brennt dieses Mal nicht an. Anna, deine Haare schick machen. Thomas, wollen wir mal reingucken, ob das Essen was geworden ist? Ob du es essen möchtest oder ob es Murki bekommt. Was sagst du? Dann guckst du das erstmal von unten an. Dann mache ich alles kaputt. Mal gucken. Das sieht von unten bestimmt aus wie Holzkohle. Nee, guck mal. Sieht gut aus. Es ist was geworden. Ich hoffe, es schmeckt auch. Meine Rausholtechnik, die ich noch nicht so ganz drauf habe. Also wenn da noch mal jemand einen super Tipp für uns hat, dann gerne her damit an die Omnia Star-Köche hier. An meinem Geburtstag sind wir mit dem Fahrrad nach Wenningstedt gefahren, um von dort aus entlang des Strandweges nach Kampen zu wandern. Der Weg besteht teilweise aus einem Holzsteg und führt euch durch Dünen entlang des Meeres und letztendlich zu Uwe Düne, Sylts höchster Düne und dem Roten Kliff. Wir gehen hier gerade durch die Baderupper Heide. Wir wollten eigentlich zur Kupferkanne, das ist hier ein Café in Kampen.
Leider war das da so voll, dass wir uns das nicht angetan haben, da eine halbe Stunde zu warten. Dementsprechend gehen wir jetzt wieder weiter. Wir haben unsere Fahrräder nämlich in Benningstedt abgestellt und sind von da aus zu Fuß nach Kampen gelatscht. Und die Fahrräder müssen wir jetzt wieder abholen. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Ob wir noch irgendwo einen Kuchen essen oder was Leckeres essen. Ein schönes Geburtstagsessen natürlich, weil es ja heute mein Tag. Und was habe ich heute Morgen gesagt? Kannst du Tag? Kannst du mir was Leckeres ausgeben? Kann er. Jetzt sind wir auch noch nass geworden. Und jetzt parkt es auch noch ein Roller dicht. Und uns parkt ein Roller dicht. Schnell den Hund in Anhänger und ab zum Campingplatz. Der Tag fing so gut an heute und endet jetzt gerade im Monsun. Naja, auch mal ganz schön. Habe ich gerade was vom Monsun gesagt? Das war noch gar nichts. Richtig schön angenehm gerade, wie so eine warme Dusche, dass das Wasser überhaupt nicht warm ist. Wir sind wieder am Wohnmobil angekommen, meine Schminke ist überall und ich würde sagen, ich muss heute nicht mehr duschen. Also ich kann hier einfach alles ausbringen. Ich habe hier schon mal einen Korb hingestellt, wo wir die ganze nasse Wäsche reinwerfen können. Also ich glaube, mein Eis, mein Kuchen, der muss erstmal warten, weil ja, es regnet gerade ein bisschen doll. Also das habe ich mir so nicht gewünscht. Thomas, kannst du bitte den Regen ausstellen? Ja, auf mit Regen heute. Auch Mucki ist ein bisschen nass geworden. Er hat jetzt wieder seinen Robin Hood Anzug an. Und oh, du schläfst du eigentlich im Sitzen ein? Mugli, bist du müde? Ich geh weg. Wir machen jetzt mal hier kurz Pause auf der Bank. Wir waren gerade ganz, ganz lecker essen in der Sansibar. Das war jetzt mal verspätetes Geburtstagsgeschenk, nachdem mein Geburtstag gestern leider ins Wasser gefallen ist. Eigentlich wollten wir da gestern hinfahren. Dementsprechend haben wir uns das heute vorgenommen, sind am Strand da zu Fuß hingegangen. War eine sehr, sehr schöne lange Wanderung. Am Anfang war Ebbe, dementsprechend war die Wanderung natürlich ein bisschen einfacher. Jetzt der Rückweg ist ein bisschen heftiger, weil der Sand sehr tief ist und natürlich das ganze Wasser jetzt vorne am Strand ist. Aber die letzten paar Kilometer schaffen wir jetzt auch noch und das Essen war sehr, sehr gut. Und wir zeigen jetzt mal ein paar Videos, wie das da aussah. Und das ist nicht ganz günstig, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einmal hinzugehen. Gekommen. Wir gehen jetzt, oder wir fahren gerade zurück zum Hafen von List und dann geht es auf die Fähre und dann wieder zurück zum Festland. Also wir sind auch eigentlich ganz glücklich, dass es wieder zum Festland geht, auch wenn ja, Sylt nicht schön war. Mal sehen, ob wir nochmal wiederkommen oder ob das jetzt für uns genug Insel war. Mal schauen. Also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel für euch aufgenommen und ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen.